Hallo zu einem neuen Video. Ganz spontan, wir sind hier gerade ein bisschen am Rumrödeln, weil ein neuer Kleiderschrank einzieht, beziehungsweise meine beste Freundin ist umgezogen und die brauchen den jetzt nicht mehr und jetzt haben wir den genommen. Erst dachte ich, dass wir den jetzt hier hin machen. Da war vorher unsere Kommode. Der Inhalt liegt jetzt da hinten, aber irgendwie ist es doof. Und Milena ist sowieso kaputt, deswegen kommt er jetzt wahrscheinlich in ihr Zimmer. Der Schrank ist aufgebaut, auch schon ein bisschen eingeräumt, aber ein bisschen Chaos haben wir noch. Ne? Freust du dich? Bei uns gibt es gerade zur Post. Ach so, jetzt müssen wir gucken. Lilly kann ja nicht mit rein. Ich muss ja zahlen, warte mal. So, wir waren jetzt gerade schnell bei der Post. Ich habe bei Vinted ein paar Sachen reingestellt. Wir haben ausgemistet, als wir die Kleiderschrankgeschichte da gemacht haben. Oh, und jetzt gehen wir noch schnell zum Penny ein bisschen was einkaufen. Da gab es übrigens gerade die Dubai-Schokolade, einfach für 15 Euro. Ich habe genau die gleiche schon bei der Tankstelle bei uns in der Nähe gesehen, für 10 Euro, was ja auch schon mega teuer ist, aber es ist echt lustig. Habt ihr sie eigentlich schon probiert? Also ich habe eine Sorte probiert, die hat Milena mit einer Freundin und der Mama zusammen gemacht. Allerdings haben die diese Teigfäden genommen, die schon gebraten waren, haben sie aber nochmal angebraten. Das hat mal ein bisschen geschmeckt, aber ansonsten war sie voll lecker. Aber du hast sie nicht probiert, ja? Er hat sie nicht probiert, weil er da gerade auf Süßigkeiten verzichtet hat. Aber ansonsten, so die echte haben wir auch noch nicht probiert. Ich habe heute meine erste freiwillige Nachtschicht übernommen. Man erkennt es vielleicht an meinen Augenringen. Oh ja. Nein, also gefühlt, wenn ich mich um ihn kümmere, ist er etwas lieber am Abend oder in der Nacht. Jedenfalls, er war halt sehr quengelig am Tag oder tagsüber, also hat kaum geschlafen auch und war sehr quengelig. Das hat aber nichts zu bedeuten. Oftmals schläft er dann die Nacht genauso kacke durch oder nicht durch eben. Und dann war ich mit ihm abends noch schnell Gassi, also mit dem Hund und ihm. Und da ist er eingeschlafen, dann habe ich ihn hingelegt in unsere Wiege. Dann habe ich ihm dazu vorgeschlagen, ob ich nicht quasi ein bisschen bei ihm bleiben soll und hier schlafen soll auf der Couch eben, dann kann sie sich mal ausruhen. Und er war tatsächlich nur einmal um kurz nach 2 wach und einmal kurz nach 4. Also es war eigentlich okay. Das war mega. Die letzten 2 Wochen, ich habe es gerade im letzten Vlog schon erzählt, steht er einfach jede Stunde auf zum Stillen. Kaum bietet sich der Papa an, macht er hier Luxusleben. Ey, unglaublich. Ich muss mich ja langsam rantasten. Ja, langsam rantasten. Das wäre ja frech, wenn ich jetzt jede Stunde aufwachen müsste. Kilia wollte euch was zeigen. Die haben heute das S gelernt. Das ist die Hausaufgabe, ne? Nein. Nein. Das darf man machen. Das darf man machen, wenn man möchte, oder wie? Das wollen alle machen. Das wollen alle machen, okay. Und da sind kleine Käsefüße. Kleine Käsefüße. Ja, hallo. Möchtest du die Kamera nehmen? Da kommst du nie dran, hä? Und der Herr im Haus war gerade einkaufen und veranstaltet jetzt hier sowas. Was machen Sie da? Ich versuche einen Kinderpunsch, aber wir haben keinen braunen Zucker, habe ich gerade festgestellt. Dann nimm ich was anderes braunes verwenden. Dann nimm den Rübenzucker. Warum das jetzt schon 8 Minuten? Vielleicht nimmst du einfach gar keinen Zucker. Gesündere Variante. Dann nehme ich nur Vanillinzucker. Ja, dann kannst du auch das Chunky reinmachen. Kein Interesse. Und ich bin gerade am Pakete auspacken. Einmal ist Hinsling angekommen. Wir haben nämlich jetzt das Upgrade bestellt. Die Newborn-Größe, die wir vorher hatten, hat jetzt ungefähr 4 Monate lang gepasst. Ist ungefähr bis 8 Kilo gedacht, aber jetzt sind die halt einfach zu klein und zu eng geworden. Und jetzt haben wir hier die größeren Modelle. Also die sind auch gefühlt im Vergleich riesig. Das Tolle an den Hinsling-Stoffwindeln ist ja, dass man sich die Einlagen so kombinieren kann, wie man es gerade braucht. Das wäre zum Beispiel jetzt die Kombi unterwegs, die Allrounder
Einlage und die Booster-Einlage und für die Nacht kann man dann auch nochmal aufstocken. Und ich habe schon gesehen, die Überhosen sind jetzt ein bisschen anders gestaltet. Hier hat man immer noch die Druckknöpfe, um das Ganze individuell einzustellen, an der Bauchlänge quasi. Aber für die Beinchen hat man jetzt hier innen so Bändchen, die man einstellen kann, damit man hier dieses Gummi quasi anpassen kann. Und jetzt gibt es hier auch Laschen vorne und hinten, wo man dann die Einlagen perfekt reinlegen kann. Ich habe schon eine vorbereitet. Finde ich nämlich jetzt auch ganz praktisch. Dann kann man die nämlich direkt in den Schrank. Wo ist die denn? Ich habe schon eine vorbereitet gehabt. Richtig praktisch, dann kann man die jetzt einfach schon vorab quasi zusammenfalten für unterwegs oder dann halt auch einfach für den Schrank und das Ganze einfach so reinlegen. Richtig cool, also ich freue mich und ja, bin nach wie vor super, super zufrieden mit der Qualität und dem ganzen System und kann es euch nur ans Herz legen, Hinsling mal auszuprobieren. Ich setze euch auf jeden Fall die Website in die Infobox. Ich habe vorhin sogar zufällig gesehen, dass es gerade auch eine Rabattaktion gibt. Das ist bei Hinsling echt nicht oft. Mit dem Code Black Friday bekommt ihr gerade 15% Rabatt bis 2.12. und sogar 20% Rabatt ab 750 Euro Bestellwert. Richtig cool. Ich darf euch auch einmal ein Probierset und ein Wetbag verlosen. Ich freue mich riesig darüber. Um teilzunehmen, guckt einfach mal auf der Website. Ich verlinke die euch in der Infobox, was ihr denn gerne für ein Wunschmotiv hättet. Und das schreibt ihr mir in die Kommentare und dann hüpft ihr automatisch in den Lostopf. Und wie lange das Gewinnspiel geht etc., das steht auch alles in der Infobox. Ganz viel Glück! Und es ist noch ein Paket angekommen, ein ziemlich großes. Und zwar ein neuer Staubsauger mit Wischfunktion. Wir hatten schon das ältere Modell und sind damit super zufrieden. Allerdings war es bei dem so, dass der Abstand zur Kante, also zum Rand, immer ein bisschen größer war und der halt da einfach nicht rangekommen ist. Für zwischendurch trotzdem super, aber bei dem ist das jetzt um einiges besser. Es ist unter einem halben Zentimeter. Und ja, sind wir mal gespannt. Aber mit dem ganzen Rundum-Konzept Wischen, Saugen in einem, das ist so cool. Und der reinigt sich auch selber in der Station. Also mega, kann ich euch auch sehr empfehlen. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Vielleicht habt ihr noch Glück und es gibt noch ein Angebot, weil jetzt gerade ist der nämlich auch im Sale. Ich hatte übrigens das andere Modell einfach bestellt, weil ich was brauchte für zwischendurch. Wir haben ja die Roboter, aber ja, ich möchte ab und zu einfach auch mal selber durch. Und ja, der Herr hat es überhaupt nicht gefeiert. Und jetzt, was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er dieses Modell bestellt. Kein Kommentar dazu. Der findet dauernd neue Ecken, die er aussortiert, Alter. Oh Mann. Brauchen wir das noch für diese komischen Matten? Nein, das haben wir noch nie gebraucht, also brauchen wir es auch nicht. Mindestens eine, wenn wir mal wieder... Nein! Ja, ich brauche eine Tüte, dann... Ich hole eine Tüte. Wie viel müsste eine sein? Elternzeit wird nur zum Ausnutzen... zum Ausnutzen... zum Aussortieren genutzt. So, während ich hier meinen Skier verdrücke, zeige ich euch noch schnell einen Teil des Einkaufs. Und zwar wird am Wochenende zum ersten Advent gebacken und da habe ich den Auftrag bekommen von Jessie, die Sachen zu holen. Die geilsten davon sind die Nussecken. Falls ihr die nicht kennt, müsst ihr die unbedingt mal probieren und nachmachen. Wir machen gerade ein Frühstücksraclette. Hallo. Das war Milenas Idee. Mal schauen, wie das wird hier mit dem Ei. Haben wir noch nie gemacht. Reißt ja auch so ein bisschen. Ja. Das kommt dann sich voll gut. Ja, dann kann sich Raclette um. Okay, wir haben schon 10:30. Oh, das das konnte ich jetzt nicht essen. Ja. Aber das hier. Und Bananenbrot hatten wir auch noch. Das habe ich oben drauf gelegt. Das war warm jetzt auch richtig lecker. Und hier haben wir so Nuss, Kartoffel-Walnussbrot. Ich glaube, das ist auch fertig jetzt.